Also die Frage ist natürlich sehr interessant und ich meine, ich habe ja bis vor 2 Jahren auch nichts anderes gemacht, als eben mit, keine Ahnung, in der Formel 3, Formel 2, mit eben einem Verbrennungsmotor, mit einem lauten Motor zu fahren und bin auch mit ähnlichen Einstellungen zu meinem ersten Formel E-Test vor 2 Jahren gefahren und habe gedacht, okay, jetzt schauen wir das mal an, ob mir das taugt. Und bin dann eingestiegen und hatte eigentlich, wie der Gerhard gesagt hat, das war eigentlich komischerweise egal, dass da gar kein Sound vorhanden war, weil es so andere Dinge so überragend waren und so viel Spaß gemacht haben, dass mir auch jetzt nach 1,5, 2 Jahren ohne Verbrennungsmotor, der schreit und stinkt, geht mir überhaupt nicht ab und bin sehr, sehr glücklich, da wo ich jetzt bin und bin fasziniert von dieser Art von Racing und im Endeffekt geht es auch darum, dass der Rennsport Vorreiter ist und gleichzeitig man im Rennsport entwickeln kann für die Straßen. Fahrzeuge für den Normalverbraucher und klar, wir wissen alle nicht, so wie wir hier sitzen, wo genau die Reise hingeht, aber ich denke auf jeden Fall, dass der Elektroantrieb ein sehr gut möglicher Antriebsstrang ist und von dem her bin ich da sehr happy und die Rennen sind mega spannend. Also die Formel E ist schon sehr speziell, sage ich mal, klar im Qualifying geht es ganz normal darum, einfach das Auto so schnell wie möglich um die Strecke zu zirkeln. Wir fahren immer auf Startkursen, also es ist sehr präzises Fahren gefordert, aber das ist erstmal noch der normale Teil. Und dann eigentlich speziell im Rennen ist die größte Herausforderung. Bei uns geht es darum, natürlich Rennen zu fahren gegen die anderen, so schnell wie möglich, so hart wie möglich, zu überholen, zu verteidigen, aber auch gleichzeitig Energie zu sparen, weil das Thema effizientes Fahren und eben Energiesparen im Rennen ist bei uns ein großes Thema. Das macht die Rennen auch so spannend und so unberechenbar. Und das ist auf jeden Fall ein völlig neuer Teil des Racings, eine sehr moderne Art des Racings. Und das wäre, glaube ich, die größte Herausforderung. Genau, also man hat wirklich da viel Spaß aus den Ecken heraus und vor allem auf einem Stadtkurs. Und die Autos sind einfach sehr, sehr komplex zu fahren. Also durch die ganzen Rückgewinnungssysteme, die wir drin haben, wir haben auch Carbonbremsen. Das Ganze auf sehr bodenwelligen Stadtkursen, da ist wirklich der Fahrer schon extrem im Vordergrund und kann da wirklich viel bewirken, auch vielleicht mehr bewirken von der Fahrerseite wie in anderen Rennserien. Und dadurch ist es dann auch einfach abwechslungsreicher. Die Rennen sind wirklich unberechenbar, schon im Qualifying angefangen. Man hat nur eine Runde, in der man alles zusammenbringen muss und dann hat man die Startaufstellung und im Rennen dann das Thema mit Energiemanagement, mit Attack Mode, das ist so ein Zusatzpower, den man im Rennen einsetzen kann, was einfach die Rennen sehr lebendig machen. Und von dem her, als Fahrer muss ich sagen, wird einem da wirklich alles abverlangt. Es ist ein sehr, sehr moderner Rennsport. Ich kann mich damit sehr, sehr gut identifizieren. Ich bin ein Riesenfan logischerweise davon und sehe auf jeden Fall für diese Serie Riesenpotenzial weiterhin.